Das Medienforum mit Weida. Zu Gast beim diesjährigen Medienforum ist Florian Dreis. Florian Dreis ist Journalist und Gründer des Newsportals mobilbranche.de und arbeitet außerdem als stellvertretender Chefredakteur beim Medienfachdienst turi2.de. Herr Dreis, Smartphones, Tablet-PCs, Apps, die Nutzung steigt immer mehr. Wir haben vor uns von einem gewissen Überangebot von Apps gehört, wobei gesagt wurde, 95% des Angebotes sei Ausschuss. Woran erkenne ich denn jetzt eine gute App oder eine sinnvolle App als Nutzer? Also im Prinzip schon daran, inwieweit es vielleicht in den App-Stores, in denen Sie sich bewegen, schon eine entsprechende Empfehlung gibt. Das ist sicher schon Qualitätskriterium. Also es gibt so was wie Apps der Woche oder Apps, die in besonderen Kategorien empfohlen werden. Und da kann man eigentlich schon sicher sein, dass das eine ordentliche App ist, wenn es zum Beispiel die Redaktion von Apple oder vom Android Market empfiehlt oder auch von unabhängigen Drittanbietern, die eben auch Android-Apps verkaufen. Also der Nutzer ist eigentlich ständig versorgt, wir sind ständig mit dem mobilen Internet verbunden, vor uns vielen Begriffe wie Autonet. Was bedeutet das jetzt für die Entwicklung? Also Autonet ist schon was sehr Spezielles, was jetzt noch ein bisschen in der Ferne ist. Wir werden aber in den nächsten Jahren erleben, dass vermutlich auch immer mehr Maschinen mit dem Internet verbunden sind, Geräte, die ich jetzt gar nicht unbedingt sozusagen für die klassische Internetnutzung brauche, sondern was weiß ich, zum Beispiel der Kühlschrank ans Internet, die Heizung, die Klimaanlage ans Internet, alle angeschlossen sein werden. Und dann kommt auch einfach das Thema Machine-to-Machine-Communication, kommt dann immer mehr in den Vordergrund. Zum Beispiel auch ein Getränkeautomat, der ans Internet angeschlossen ist und dann sozusagen der die befüllen muss, der kriegt dann ein Zeichen übers Internet, wenn er sie wieder befüllen muss. Ja, also eine rasante Entwicklung sozusagen. Und wie viel ist denn davon jetzt noch gesund? Also es ist ja schon heute so, alle möglichen Kanäle sind offen, damit ich up to date bin und nichts verpasse. Wie viel ist gesund und wird gesund sein, weil die Entwicklung schreitet ja auch noch fort? Ja, wir reden ja schon seit Jahren von einem Information Overload, aber irgendwie ist der Mensch neugierig und probiert auch, wenn dann Facebook, Twitter und was weiß ich noch alles dazukommt, Google Plus jetzt aktuell, irgendwie wird es dann doch ausprobiert, aber die Zeit muss einfach zeigen, inwieweit man dann wirklich alle Dienste dauerhaft nutzen wird. Und ansonsten muss der Nutzer irgendwie im Sinne der Medienkompetenz auch, glaube ich, einfach lernen, abzuschalten oder sich auch auf Aggregatoren zu verlassen, die für ihn vielleicht Informationen schon vorsortieren.